So, jetzt noch zu was, was ihr mir empfohlen habt, und zwar von Nice, 18 mystische Flugmonster. Das meintet ihr im letzten Stream, soll ich mir unbedingt anschauen, machen wir jetzt auch mal. Flugungeheuer gibt es in vielen verschiedenen Mythologien und manche Wesen kommen auch in mehreren davon vor, wie zum Beispiel die Drachen. Es gibt aber auch noch eine ganze Menge weniger bekannter Kreaturen, die teilweise richtig verrückt sind. Okay, wir gehen in die Welt der Fantasy. Ich bin gespannt. Und los geht's mit Minokawa. Dieser drachenähnliche Vogel stammt aus philippinischen Legenden und ist so groß, dass er die Sonne verdecken kann. Er ist damit verantwortlich für die Sonnenfinsternisse auf der Erde. Seine Federn sind scharf wie Schwerter, Schnabel, Beine und Klauen sind wie Stahl und seine Augen reflektieren wie ein Spiegel. Stell dich mal vor, es gibt wirklich so ein Riesentier, ey. Was würde denn passieren auf der Welt, wenn man sowas entdecken würde? Würden doch alle komplett am Rad drehen. Laut anderen Geschichten lebt diese Kreatur im Weltall und ist so groß, dass sie die Sonne nicht nur verdecken, sondern sogar verschlucken kann. In der Vergangenheit hatte Minokawa bereits den Mond verschlungen, aber nachdem die Menschen daraufhin viel Lärm machten, öffnete er seinen Schnabel und der Mond sprang heraus und floh vor dem Ungeheuer. Seitdem lebt der Mond in Angst vor Minokawa, der jeden Tag versucht, den Mond zu fressen, und eines Tages, wenn der Vogel Sonne und Mond verschluckt, wird er auf die Erde kommen und auch die Menschheit hinunterschlingen. Hoffen wir mal nicht. Ein weniger weltzerstörendes, aber immer noch böses Wesen findet man im japanischen Volksglauben, und zwar den Nue. Dieses Mischwesen gilt... Oh, ich finde Mythologie schon sehr interessant. Klar ist nichts davon echt so, aber ich finde es so interessant. ...als Bote von Unglück und Krankheiten. Vom Aussehen her ähnelt es dem persischen Manticore, aber während dieses Wesen aus Löwe, Drache und Skorpion besteht, hat Nue den Kopf eines Affen, den Körper eines Tanuki, die Beine eines Tigers und... Wer denkt sich sowas aus, Alter? ...eine Schlange als Schwanz. Im Gegensatz zum Manticore hat Nue allerdings keine Flügel, sondern verwandelt sich in eine schwarze Wolke, um durch die Luft zu schweben. Man kennt. Laut der Legende wurde Kaiser Konoe krank, nachdem eine dunkle Wolke früh morgens auf dem Dach des Palastes erschien, weswegen er beim Schlafen schreckliche Albträume hatte. Der Samurai Minamoto stieg deshalb eines Nachts auf das Dach und schoss einem Pfeil in die Wolke, aus der dann das tote Nue fiel. Ein Pfeil braucht es nur? Hör mal, das hätte ich mir erwartet. In der jüdischen Mythologie gibt es ein Wesen, das dem Minokawa in einer Sache sehr ähnlich ist, und zwar Sis, der mit seinen riesigen Flügeln die Sonne vollständig verdunkeln kann. Ey, ich stelle mir echt manchmal vor, was wäre, wenn es wirklich so ein Wesen gäbe? Alter, die Welt wäre so eine andere Geschichte. Also, die sind ja so mächtig teilweise in diesen Mythologien, dass wir Menschen einfach auch nichts dagegen machen können. Ich frage mich echt, was mit uns als Menschheit passieren würde, wenn wir nicht mehr die dominante Spezies auf dem Planeten wären. Ich glaube, das wird echt alles ändern. Wirklich einfach alles. Seine Beine sind außerdem so lang, dass ihm das Meer nur bis zu den Knien reicht, selbst wenn er am tiefsten Grund des Ozeans steht. Als mal eines der gigantischen Eier des Sis aus dem Nest fiel, hat es 300 große Zedern zerbrochen und das auslaufende Ei hat daraufhin 60 Städte überschwemmt. Genau wie der Leviathan des Meeres und der Behemoth der Erde verkörpert auch der Sis ein Element. Leviathan kenne ich von Yu-Gi-Oh! Und zwar Luft. Allerdings wird der Vogel in der Bibel nie ausdrücklich erwähnt, weshalb er viel weniger Bekanntheit erlangt hat als die anderen beiden Ungeheuer. Es gibt aber natürlich auch fliegende Wesen mit guter Natur, wie zum Beispiel geflügelte Einhörner. Nächstes Video. Ich versuche in einer Woche einen Riesenvogel, der die Sonne flecken kann, zu züchten. Psst. Ey, das muss eine Überraschung bleiben, Leute. Ja. Sie haben viele Namen. Zerapter, Alicorn oder auch Pegakorn. Eine Mischung aus dem englischen Wort für Einhorn und Pegasus, dem geflügelten Pferd aus der griechischen Mythologie. Schon auf über 2000 Jahre alten assyrischen Rollsiegeln wurden die geflügelten Einhörner als Repräsentanten des Guten und des Lichts dargestellt. Ihr Gegenstück sind die bösen geflügelten Stiere. Das Horn dieser Einhörner soll magische Heilkräfte besitzen und laut den Legenden waren Könige bereit, Einhörner sind schon cool. Übliche Summen dafür zu Einhörner am Swag. Bezahlen. Lass mal über Einhörner reden. Weder richtig gut noch böse ist der Donnervogel aus den Mythologien der nordamerikanischen Ureinwohner. Der intelligente Riesenvogel hat die Gestalt eines Adlers, eines Rabens oder eines Truthahns, je nachdem welches Volk von ihm erzählt. Im Vergleich zu manch anderen mythischen Wesen erscheint die Größe des Donnervogels, boah, dessen Flügelspannweite der doppelten Länge eines Kanus entspricht, schon fast klein. Irgendwie erinnert mich das an so einen, also für die League-Spieler unter euch, an den Champion Anivia, und da gibt es auch so einen Skin, da sieht die so ähnlich aus. Umgerechnet sind das etwa 8 Meter. Damit hat der Donnervogel zufällig ziemlich genau die gleiche Spannweite wie Pelagornis Sandersi, der größte flugfähige Vogel, der jemals wirklich existiert hat. Der Donnervogel ist trotz seiner realistischen Größe aber extrem mächtig, denn mit seinen Flügelschlägen löst er Stürme aus.
Man sollte den Götterboten auch keinesfalls verärgern, denn er ist zwar ein Beschützer, aber stets zorngeladen und bestraft die Menschen für ihr Fehlverhalten äußerst hart. In Südafrika gibt es statt dem Donnervogel den Blitzvogel Impundulu. Diese Kreatur in Gestalt eines menschengroßen Hammerkopfvogels ist allerdings kein Götterbote, sondern ein böser Gehilfe von Hexen. Nur Frauen erscheint er in menschlicher Form, für Männer bleibt er ein Vogel. Ich wollte gerade die dümmste Frage der Welt stellen, ich wollte gerade sagen, warum sind denn eigentlich immer nur Vögel da? Und wir gucken uns ein Video an, das heißt mystische Flugmonster. Der Impundulu ernährt sich wie ein Vampir von Blut, in Menschenform von Menschenblut und in Vogelform von Vogelblut. In der Regel manifestiert sich dieses Wesen durch einen Blitz, aber manchmal kann man es auch auf Hyänen reiten sehen. Das liegt daran, dass sich Hexen im südafrikanischen Volksglauben in Hyänen verwandeln können und sie ihren Vogeldiener, der ihre Feinde für sie angreift, auf diese Weise mitnehmen. Ein weiteres Wesen, das Sturm und Donner verkörpert, findet man auch in der japanischen Mythologie. Ich finde es so interessant, dass so viele von den Wesen, also scheinbar übernatürliche Phänomene wie Blitz und Donner verkörpern, weil man sich das gerade halt nicht erklären konnte vor langer Zeit unsere Vorfahren. Und dann haben die es halt solchen Kreaturen sich vorgestellt. Quasi, was die kannten, zum Beispiel halt Vögel, die im Himmel sind und dann riesige davon, die verursachen dann logischerweise die Blitze und den Donner, der halt super übernatürlich wirkt. Ich finde daran das Interessante, es zeigt einfach so den Reflex von Menschen, sich einfach Dinge zusammenzureihen, wenn man sie nicht 100% erklären kann. Das ist irgendwie interessant, oder? Den Raiju. Sein Körper besteht aus Blitzen, hat aber die Gestalt eines weiß-blauen Wolfs. Er ist der Begleiter von Raijin, dem Gott des Donners. Normalerweise ist Raiju harmlos und entspannt, was sich aber schnell ändert, wenn es stürmt, denn dann springt er über Felder, Häuser und durch Wälder. Streifen seine Klauen dabei etwas, wird der Baum oder das Haus vom Blitz getroffen. In seiner Funkenform kann der Wolf sogar durch die Wolken fliegen, wobei sein Heulen wie das Donnern eines Sturmes klingt. Eine weitere flugfähige Kreatur aus der Shinto-Religion Japans ist der Windgott Fujin. Er wird auch oft mit seinem Bruder Raijin gesehen. Zusammen sorgen sie meistens für viel Chaos und Zerstörung, aber Fujin hat auch schon Gutes getan. Als einer der ersten Kami hat er die Winde aus seinem Sack gelassen und so den Morgennebel vertrieben und den Platz zwischen Himmel und Erde gefüllt. Das sieht schon gruselig aus, oder? Damit die Sonne erstrahlen konnte. Außerdem sollen die zwei Brüder 1274 einen großen Teil der Mongolenflotte mit einem Sturm versenkt haben, als diese versuchten, Japan anzugreifen. Fujin hat vier Finger, einen für jede Himmelsrichtung. Er trägt das Fell eines Leoparden, den großen Luftzeug über den Schultern und mit Hilfe einer Wolke reist er um die Welt. Es sind jetzt wieder weirde Sachen wahrscheinlich, die mir auffallen. Aber ich finde, man kann sagen, was man will, wenn man sich jetzt mal so vergleicht mit zum Beispiel jetzt irgendwelchen Fabelwelten wie Herr der Ringe oder anderen Fantasy-Welten. Das Creature-Design, also wie die Kreaturen designt sind, ist so kreativ. Schau dich das mal an. Also die Farbwahl, dann dass die Zähne so gebogen hier rauskommen, wie die Lippe geformt ist und so. Das ist schon echt starke Arbeit, muss man wirklich sagen. Und sorgt so für den Wind. Die Herkunft und die Mythologie des nächsten Wesens. Auch alle eine sehr interessante Origin-Story. Periton ist der nächste. Sind nicht so genau bekannt, stammt aber wahrscheinlich aus dem Mittelalter. Der Periton ist ein Hybrid aus einem Hirsch und einem Vogel und hat charakteristische Merkmale beider Tiere. Kopf, Geweih und der vordere Teil des Körpers entsprechen dem eines Hirsches, während seine Flügel die Farben und sein Hinterteil die eines Vogels sind. Sein Schatten sieht aber aus wie der von einem Menschen, zumindest bis diese Kreatur einen Menschen tötet. Dann entspricht auch sein Schatten dem eigentlichen Körper des Wesens, und solange das anhält, kann er trotz seines Appetits auf Menschenfleisch keinen weiteren Mann mehr töten. Statt Menschen frisst der Riesen... Verhungert er dann? Das ist die Frage. Vogel Roch, bekannt aus der orientalischen Mythologie, lieber Elefant. Warte, ich hab's gerade gesehen, der trägt ja einfach Elefanten, was ist denn da los? Die trägt er mit seinen Krallen mühelos hoch in die Luft, lässt sie fallen und frisst die Überreste dann auf. Dafür muss der Vogel natürlich ziemlich groß sein. Laut Beschreibungen hat allein sein Schnabel die Größe eines Segelschiffs und jede Feder ist so groß wie ein Palmenblatt. Roch kann man machen. Lebt auf einer Insel. Ich frage mich, auf welchen, also klar, sie basieren alle augenscheinlich auf so Adlern, aber ich frage mich, also haben die sich einfach überlegt, so wir sehen diese kleinen Adler, vielleicht gibt es da noch größere oder so? Ich frage mich mal, woher kommt denn genau der Gedanke, dass es sowas gibt, so weißt du? Im Indischen Ozean und fliegt zur Nahrungssuche nach Afrika oder aufs indische Festland. Ein arabischer Reisender ist den Erzählungen nach auf seinem Weg an einem riesenhaften Baum angekommen, in dessen mächtiger Krone ein Nest gebaut war.
Dort saßen 5 Küken, die der Reisende mit seiner Schleuder aus dem Nest holte und in eine Herberge brachte. Dort wurden sie zu einer Speise zubereitet, von der alle Gäste des Hauses essen durften. Am nächsten Tag hatten die Teilnehmer des Festmahls, von denen viele schon lange graue Bärte hatten, wieder glatte Haut und tiefschwarze Bärte. Das Fleisch des Rochs soll alte Menschen um 30 Jahre verjüngen und ihnen ewige Jugend. Also falls es den gab, dann kein Wunder, warum er ausgestorben ist, also Jugend schenken. Allerdings sollte man dann lieber schnell verschwinden, denn der Riesenvogel hat aus Rache, nachdem Kaufleute eins seiner Eier zerbrochen hatten, bereits mehrere Schiffe zerstört. Lamassu ist der Name eines assyrischen Schutzdämons, der den Körper eines Stieres, den Kopf eines Menschen und die Flügel eines Adlers hat. Die verschiedenen Teile des Mischwesens. Oh, es ist so cool, wie vielfältig die Mythologie rund um die Welt ist, ne? Es ist so faszinierend. Und was auch für interessante Geschichten teilweise einfach drum spielen, um halt diese fabelhaften Wesen einfach. Wesens repräsentieren Kraft, Verstand und unbegrenzte Freiheit. Auch in der mesopotamischen Stadt Ninive sollten die Schutzgeister das Übel fernhalten, weswegen man ihr Abbild 700 vor Christus in eines der 15 Stadttore eingemeißelt hat. Ey, wenn ich sowas sehe, denke ich mir, boah, ich würde sowas so gerne im Echt sehen. Immer mich würde gerne so eine Tour machen zu sowas wie halt Machu Picchu oder Petra oder Göbekli Tepe. Ich kann es bis heute nicht aussprechen. Die berühmte Sphinx aus Ägypten hat eine ziemlich große Ähnlichkeit mit Lamassu, nur hat sie nicht den Leib eines Stiers, sondern den Körper eines Löwen. Auch die Rolle des mythischen Wesens war sehr ähnlich, denn auch die Sphinx sollte Paläste und Gräber beschützen. Es gab allerdings auch eine griechische Sphinx, die vorbeikommenden Reisenden Rätsel vorgab. Konnten sie die nicht lösen, wurden sie kurzerhand erwürgt. Kann man machen, Bock. Vampire, die in Fledermausform herumfliegen, kennt wahrscheinlich jeder. Aber es gibt in anderen Kulturen ebenfalls Vampirwesen, wie zum Beispiel den Ed, vom Volksglauben der Ewe aus Westafrika. Diese Kreatur kann sich auch in ein Tier verwandeln, aber nicht in eine Fledermaus, sondern in ein Glühwürmchen. Das klingt vielleicht harmlos, aber der Ätz ernährt sich wie ein Vampir von Menschenblut und kann als kleines Insekt ganze Menschen komplett leersaugen. Von dem Insekt will ich dann wohl nicht gebissen werden. Glühwürmchenform ist er unverwundbar, aber fängt man das Monster, verwandelt es sich zurück in Menschenform und kann getötet werden. Eines der bekanntesten mythischen Wesen ist zweifelsohne der Greif. Diese Kreatur hat den Körper eines Löwen und den Kopf sowie die Flügel eines Raubvogels. Es gibt aber auch noch viele verschiedene Varianten, zum Beispiel mit Skorpionschwanz oder Schlangenkopf. Die Bekanntheit des Greifs begann bereits tausende Jahre vor Christus und Geschichten über ihn wurden Mücken 2.0, ey, nee, gar kein Bock, Leute. In vielen verschiedenen Kulturen überliefert. In ägyptischen, assyrischen und griechischen Texten und Kunstwerken werden die verschiedenen Versionen des Greifs dargestellt und beschrieben. Meistens nimmt er eine Art Wächterrolle ein und zeichnet sich durch Stärke und Wachsamkeit aus. Aus dem Greifen ging später auch der Hippogriff hervor, eine Kreuzung aus Greif und Pferd. Aber während der Greif vor allem Gräber oder Gold bewacht, ist es die Aufgabe vom Hippogriff, berühmte Helden zu ihren Zielen zu fliegen, manchmal sogar bis zum Mond. Weniger bekannt als der berühmte Vogelmensch Garuda aus der indischen Mythologie sind die Kinari aus Thailand, Laos und Burma. Diese Wesen haben den Kopf Boah, die sehen auch funky aus. Ey, für mich ist das gerade echt auch gut inspirierend, muss ich sagen. Also, klingt vielleicht ein bisschen weird für euch so, aber so als jemand, der halt auch oft irgendwelche Sachen scriptet oder sich Konzepte überlegt und so, diese ganzen Eindrücke von diesen ultra verschiedenen Kulturen und auch Mythen und auch verschiedenen Wesen sind schon sehr inspirierend einfach. Torso und die Arme einer Frau, aber die Flügel, den Schwanz und die Füße eines Hong Tai. Dieser mythische Schwanenteil ihres Körpers ermöglicht ihnen die Reise zwischen der menschlichen Welt und der Fabelwesen. Boah, Alter, das sieht auch krass aus, so dieser Tempel, ne? Auf Bildern werden sie meist tanzend und singend dargestellt und sie sind berühmt für ihre Dichtkunst. Ein ähnliches Wesen aus dem Buddhismus ist der Kalavinka. Diese Kreatur hat allerdings lediglich einen Menschenkopf, während der gesamte Rest des Körpers dem eines Vogels entspricht, mit einem langen, wehenden Schwanz. Nur die japanischen Darstellungen haben zusätzlich auch noch menschliche Arme. Sie fangen bereits vor dem Schlüpfen an zu singen und man kann ihre Stimmen dann aus den Eierschalen hören. Später predigen sie dann mit ihren schönen Stimmen die Lehren des Buddhismus. Oh, das ist eine schöne Geschichte, Im burmesischen Volksglauben findet man neben den Das sieht einfach aus wie ein Elefantendrache. What the fuck? Vogelmenschen auch noch ein anderes geflügeltes Wesen, und zwar Pyensarupa. Dieses Mischwesen vereint die Körper von Elefant, Ochse, Pferd, dem gehörnten mythischen Tier Tonaya und einem Karpfen.
Das seltsame Geschöpf wurde dem vierten König von Ava als Geschenk überreicht, in Form eines Artefakts. Also die Künstler damals, die waren auch echt gut drauf, wenn sie sich sowas auszudenken. Das die besten Eigenschaften der fünf Tiere vereint. Derjenige, der das Geschenk aushändigte, sagte, Pyenserupa ist mit all diesen Eigenschaften unbesiegbar, so wie die Leute aus dem Königreich Ava, wenn sie alle zusammen als Einheit kämpfen. Helden, denen der König dieses Zeichen überreicht hatte, war es erlaubt, ihn jederzeit im königlichen Palast besuchen zu kommen. Wirklich faszinierend, was es in verschiedenen Kulturen für Fabelwesen gibt. Ja, wirklich. Also, fand ich einen schönen Einblick. Könnt gerne bei Nice vorbeischauen.